Morgen wird der neue Bundespräsident Steinmeier vor dem Europaparlament in Straßburg sprechen. Europa beschäftigt gleich mehrere große Ereignisse. Mehr dazu von meinem Kollegen Jan-Christoph Nüse in Straßburg. Ja, Michael, morgen also der Bundespräsident zu seinem Antrittsbesuch. Das ist der vierte Bundespräsident, der hierher gekommen ist. Und er trifft nicht nur die Abgeordneten, er hält eine Rede, übrigens ohne Debatte. Also nach der Rede gibt es nur Applaus, zu erwarten wahrscheinlich. Er trifft den Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker. Und das zweite große Ereignis in dieser Woche im EU-Parlament, wo wir hier sind in Straßburg, ist die große Brexit-Debatte am Mittwoch. Und das Spannende daran ist nicht nur, dass die Europaabgeordneten erstmals nach dem Brexit dann auch sich zu Wort melden. Nein, auch der Chefunterhändler der Europäischen Kommission, denn die verhandelt ja im Auftrag der EU mit den Briten. Michel Barnier, ein früherer EU-Kommissar, der wird zum ersten Mal öffentlich erklären, wie er sich das Ganze vorstellt. Und jemand, die Monsieur Barnier sehr gut kennt, das ist Ruja Thun. Sie ist Abgeordnete der polnischen Bürgerrechtsbewegung, momentan also in Polen in der Opposition. Aber darüber wollen wir erstmal gar nicht reden, sondern was halten Sie von Michel Barnier? War das eine gute Wahl? Ich glaube, dass das eine exzellente Wahl war, weil für die Briten in diesen Verhandlungen ist der Binnenmarkt, europäischer Binnenmarkt, ein unglaublich wichtiger Punkt oder Faktor. Und Michel Barnier war Kommissar für Binnenmarkt. Er kennt dieses Thema sehr, sehr gut. Dazu noch ist er ein Mensch, der eine Strategie sehr gut entwickelt. Er setzt sie sehr klar aufs Papier. Er macht eine Strategie, die sehr klar ist. Und er verhandelt sehr gut. Das haben wir schon oft erfahren. Das klingt ja nach harten Verhandlungen. Er hat ja auch gesagt, wir wollen entschieden sein, wir wollen freundlich sein und niemals naiv. Das finde ich auch besonders interessant. Und eine Polin, da erwartet man nicht unbedingt, dass sie für harte Verhandlungen mit Großbritannien ist. Das heißt, ich bin vor allem für eine Klarheit. Und wenn die Briten zum Beispiel einen Zugang zum Binnenmarkt haben möchten, die zwei Freiheiten, kapitalfreier Fluss durch ganz Europa und Waren, aber nicht Dienste oder Menschen, dann ist der Barnier derjenige, der sagen kann, entweder nehmen wir alles, das heißt der ganze Binnenmarkt, wenn sie dazu gehören wollen zum Binnenmarkt, müssen sie alle Freiheiten in Kauf nehmen oder gar nichts. Ja. Und ich glaube, so klare Positionen brauchen wir. Und ich bin total zuversichtlich, dass der Michel Barnier sie gut vorbereiten kann und gut ausdrücken und gut verhandeln. Jetzt hat ja der Präsident des Europäischen Rats Tusk gleich gesagt, es gibt jedenfalls schon mal die Festlegung, dass wir nicht parallel verhandeln. Wir verhandeln nicht über die zukünftigen Beziehungen zu Großbritannien und über den Austritt, sondern erst Austritt und dann zukünftige Beziehungen. Die Briten hätten das ja gern anders. Und das heißt, dass man, was man hier so die Brexit-Bill nennt, ne, dass man denen erstmal die Rechnung präsentieren wird, oder? Ja, man muss das eine auf dem anderen aufbauen. Das gehört auch zu dieser Strategie und klarer Konstruktion der Verhandlungen. Wir brauchen eine Klarheit, weil diese Verhandlungen sind derartig kompliziert. Und es gibt so viele Schichten und so unbeschreiblich viele Themen, dass wenn das nicht eine totale Klarheit hat, dann kommt man durcheinander. Und da können wir eben dem Michel Barnier vertrauen. Letzte Frage noch mal mit Blick auf die Rede von Bundespräsident Steinmeier morgen. Was erwartet eine polnische Abgeordnete vom deutschen Bundespräsidenten? Ich erwarte von ihm eine sehr proeuropäische Rede. Das heißt, ich bin sicher, dass wir wieder hören werden, wie wichtig das ist für uns und die Generationen, die nach uns kommen, dass wir zusammenhalten, dass wir immer enger zusammenhalten, dass dieses Europa, so wie der Tusk gesagt hat, entweder sind wir gut integriert oder gibt es Europa gar nicht. Und ich bin ganz überzeugt, dass der Bundespräsident das nochmal wiederholen wird. Ja. Das war es also erstmal aus Straßburg. Man hört die großen Themen, aber die kleinen gibt es natürlich auch. Morgen gibt es hier zum Beispiel auch eine Debatte über Autoabgase. Das war es erstmal aus Straßburg zurück nach Bonn.